Ja, schönen guten Abend. Schön, dass so viele Leute hierher gekommen sind, um gemeinsam den ersten Advent zu feiern. Einen schönen Gruß auch an alle, die zu Hause sind und über das Streaming den Gottesdienst verfolgen. Es freut uns sehr, es freut mich sehr, dass wir hier zusammen sein können, trotz aller Umstände, und zusammen den ersten Advent feiern können. Und es ist auch ganz toll, dass so viele Kinder da sind. Und ich glaube, die sind auch schon ganz gespannt, was es mit dem roten Paket auf sich hat, das wir hier vorne sehen. Es gibt ein großes rotes Paket und auch ganz viele kleine. Und da werden wir heute noch einiges drüber erfahren, was es mit diesem Paket auf sich hat. Und ich glaube, ich bin heute auch gar nicht alleine. Es wollte noch jemand kommen. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt ist. Irgendwer hatte sie. Ach, Conny, da bist du ja. Hallo. Hallo, Sandra. Na, hallo, Conny. Das ist ja schön, dass du auch da bist. Hey, ja. Wahnsinn. Man sieht gar nicht so viel. Ja. Und was geht? Ach, eigentlich ganz gut so. Wir wollten jetzt gerade mit dem Gottesdienst anfangen. Ist schön, dass du auch da bist. Ja, super. Was ist das? Da? Das große rote Paket, meinst du? Das große rote Paket. Das sieht toll aus. Ich weiß auch gar nicht, was da drin ist. Ist aber so schön verpackt. Ich finde es auch total spannend. Ich weiß es gar nicht. Darf ich das haben? Ich weiß nicht. Nee, also, da steht jetzt aber nicht dein Bitte. Name drauf. Ja, aber normalerweise steht ja der Name drauf, wenn das für einen ist. Ich weiß nicht, ob das für dich ist. Ich weiß auch nicht, wer das da hingelegt hat. Nachher aber ist es für wen anders. Warum liegt es hier? Vielleicht, weiß ich nicht. Ist das vielleicht schon mal für Weihnachten? Da war jemand sehr früh dran vielleicht. Ich weiß es nicht. Können wir es so machen? Wenn es nachher noch da ist, darf ich es haben? Und wenn der, für den das ist, vielleicht später noch kommen wollte und dann ist es weg, dann ist der doch bestimmt traurig. Na gut. Worum geht's denn heute überhaupt? Ja, also ich weiß es auch nicht so recht, aber ich habe gehört, es geht um ein rotes Paket. Ich glaube, das ist bestimmt das. Vielleicht hören wir ja einfach im Gottesdienst noch was darüber. Und dann wissen wir vielleicht auch, für wen das ist. Vielleicht ist es ja doch für dich, wenn du Glück hast. Aber ich weiß es nicht. Das Risiko gehe ich ein. Okay, wir machen los. Wir legen los. Alles gut. Okay, super. Wollen wir dann erstmal zusammen beten? Ja, das machen wir. Okay, dann beten wir erstmal. Lieber Vater, wie schön ist es, dass wir jetzt hier zusammen sind. Wir feiern miteinander Gottesdienst. Wir feiern miteinander, dass der Advent jetzt begonnen hat. Die Zeit vor Weihnachten. In diesem Jahr ist so viel anders. Dass wir Abstand halten müssen, dass wir Masken tragen müssen. Und dass man aufpassen muss, damit sich keiner ansteckt. Aber Weihnachten wird trotzdem kommen. Und darauf können wir uns freuen. Amen. Wir haben auch ein Lied vorbereitet. Allerdings dürfen wir leider auch draußen nicht selber singen. Aber wir können mit hören, mit summen und mit lesen. Und vor allem uns über das Lied freuen, was für uns gesungen wird. Und weil es draußen so kalt ist und weil es sonst vielleicht zu langweilig ist, haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen was auch mit Bewegungen machen können. Alle mal aufstehen, dann hat man schon mal die erste Wärme, den ersten Wärmeschub wieder bekommen. Von den Bewegungen her, wir sagen euch an den lieben Advent, seht die, machen wir so, erste Kerze brennt, ja? Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, machet dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, einmal hüpfen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an, ein Heiliger Tag.
Sag mal, Sieke, jetzt mal so unter Freundinnen geplaudert. Sag mal, was ist denn so ein richtig schönes Geschenk gewesen, was du schon mal bekommen hast? Was ich schon mal bekommen habe? Ja. So, eigentlich ist ja, freue ich mich jedes Jahr über Geschenke und sind alle toll, Conny. Naja, aber so, ich meine, so der richtige Superknaller. Irgendwas, wo du so aufgeregt warst, dass du nicht mehr schlafen konntest nachts oder so danach. Ja, wenn ich so richtig überlege. Conny, ein Catcar. Ich habe mir, seitdem ich 6 war, glaube ich, ein Catcar gewünscht. Ich war so früher mehr Junge als Mädchen. Und dann hat das, glaube ich, noch 2 Jahre gedauert. Ich habe mir so fest gewünscht. Und irgendwann war es da. Ein Catcar, super. Und das hast du dann richtig lang, bist du damit gefahren und hast richtig viel Spaß damit gehabt? Ja, so ein paar Jahre. Also bis ich 12 war bestimmt. Ja, die Straßen aufgemalt auf unserem Hof und bin dann dahergefahren. Hinten hat mir mein Vater so einen Anhänger dran gebaut. Da saß dann mein Bruder drin und musste ich dann noch mitziehen. Und ja, und das heißt, bis vor kurzem war das immer noch bei meinen Eltern zu Hause. Und letztens haben wir es erst verschenkt. Bis dahin hat das gehalten. Und da bist du immer weiter gefahren, ja? Immer weiter, ja. Hast du auch dir mal was gewünscht und du hast es nicht bekommen? Bestimmt. Aber weißt du nicht mehr? Nein, nein. Also eigentlich habe ich auch immer alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Warst du? Früher oder später. Warst du immer artig? Natürlich, Conny, immer. Super. Glaubst du nicht? Und dieses Jahr, was wünschst du dir dieses Jahr? Ich glaube, dein Mann ist auch da. Also eigentlich wünsche ich mir seit Jahren schon nichts. Also ich bin glücklich, ich habe alles und ja, einfach eine ruhige Zeit. Wenn du dir nichts wünschst, könntest du dir vielleicht ein paar Sachen für mich mitwünschen? Also ich habe eine ziemlich lange Liste und wenn du sowieso nichts weißt, dann könntest du doch was von mir übernehmen und dann hole ich mir das am Tag nach Weihnachten ab oder so. Dein Ernst? Na klar. Das ist frech. Das ist klug. Ach, Conny, nein, ich kann mir doch nichts für dich wünschen. Dann wechseln wir jetzt mal das Thema, glaube ich. Wie ist es denn, hast du die Geschenke für die anderen schon besorgt? Herr Ruschka und Jette mal weghören. Wer besorgt denn die Geschenke zu Weihnachten, Conny? Du? Nein, überleg mal. Ach, die Sache mit dem Weihnachtsmann. Ja, genau, der Weihnachtsmann macht das. Okay, hast du Geheimnisse zu Weihnachten? Ja. Erzählst du mir eins? Nein. Okay, dann nicht. Magst du mir erzählen, was in dem Paket drin ist, wenn du es weißt? In dem roten? In dem kleinen, ja? In dem großen? In dem? Das interessiert mich. Ich weiß, was da drin ist, Conny. Dann unter Freundin? Nein. Dann mach, was du willst. Okay, tschüss. Mach ich sowieso. Das rote Paket. Anna ist in den Ferien zu Besuch bei ihrer Oma. Es liegt Schnee und es ist kalt draußen. Manchmal gehen Anna und die Oma zusammen ins Dorf. Mit dem Einkaufen sind sie dann immer schnell fertig. Niemand hat Zeit für ein freundliches Wort. Alle wollen immer nur schnell nach Hause. Auf dem Heimweg schweigt die Oma. Anna weiß, dass sie jetzt nachdenkt. Das Paket ist fertig, Anna, sagt die Oma plötzlich vor dem Schlafengehen. Anna schaut von ihrem Malbuch auf. Was für ein rotes Paket denn?
Sie will gleich fragen, aber die Augen von der Oma sagen, das rote Paket ist ein Geheimnis. Am Morgen gehen Anna und die Oma mit dem roten Paket aus dem Haus. Sie begegnen dem Förster. Er wohnt erst seit kurzem im Dorf und ist viel allein. Die Oma reicht ihm das rote Paket. Was ist das? Fragt der Förster. Was soll ich damit? Es ist für Sie, sagt die Oma. Aber machen Sie es nicht auf, sonst geht verloren, was drinnen ist. Der Förster staunt. Und was ist drin? Fragt er. Das, was froh macht, sagt die Oma und schaut den Förster freundlich an. Dann stapft sie mit Anna nach Hause. Hast du gesehen, wie seine Augen gestrahlt haben, Oma? Fragt Anna. Vielleicht sollten wir noch mehr von diesen Paketen verschenken. Aber die Oma schüttelt den Kopf. Nein, Anna, sagt sie. Ein rotes Paket ist genug. Na sowas. So etwas ist dem Förster ja noch nie passiert. Dem Nächsten, den er trifft, muss er unbedingt davon erzählen. Es ist der Schornsteinfeger. Als der Förster ihm das rote Paket entgegenreicht, sagt er, heute bringe ich einmal das Glück. Sie dürfen es haben. Das ist ein rotes Paket, das andere froh macht. Der Schornsteinfeger staunt. Bei seiner Arbeit schaut der Schornsteinfeger durchs Fenster. Bist du krank? Fragt er. Antonia nickt. Sie hat Grippe. Der Schornsteinfeger gibt ihr das rote Paket. Damit du bald wieder gesund wirst, sagt er fröhlich. Antonia hat das rote Paket in ihrem Zimmer versteckt. Wer es findet, darf es behalten. Aber nicht öffnen, sagt Antonia zu ihren Freunden. Die Kinder suchen überall. Das ist ja wie vor Weihnachten, sagt Juri. Juri findet das rote Paket. Er hält es in den Händen und schüttelt es. Vor dem Fenster hört man plötzlich ein lautes Schimpfen. Das ist der Bäcker, sagt Juri. Riecht ihr den Rauch? Sein Brot ist verbrannt. Die ganze Arbeit ist umsonst gewesen. Aber bekommt der Bäcker das rote Paket? Er behält es nicht lange, denn Frau Salei kommt in den Laden. Mit dem langen Brotschieber reicht der Bäcker ihr das rote Paket. Morgen gibt es wieder frisches Brot, sagt er und lacht. In der Nacht wacht Frau Salei auf. Beim Nachbarn brennt noch Licht. Mit dem roten Paket in der Hand geht sie über den Balkon nach nebenan. Können Sie nicht schlafen? Flüstert Frau Salei. Nehmen Sie das rote Paket. Es macht froh. Nach ein paar Tagen kommen Anna und die Oma wieder ins Dorf. Die Ferien sind vorbei. Beide trotten traurig zum Bahnhof. Jetzt wird die Oma wieder allein sein. Ich komme bald wieder, will Anna sie trösten. Die Oma hat kleine Tränen in den Augen. Der Zug fährt in den Bahnhof ein. Möchten Sie das rote Paket haben? Julia und Philipp strecken es der Oma entgegen. Aber man darf es nicht aufmachen, sagt Julia. Es macht froh, sagt Philipp. Anna lacht und klatscht in die Hände. Das Paket ist wieder da, sagt sie zu Oma. Du hattest recht, ein rotes Paket ist genug.
Das ist ein ganz besonderes Paket, wie mir scheint. Das rote Paket. Man soll es nicht öffnen, man soll es nicht behalten. Und trotzdem macht es so viele Menschen in diesem Dorf froh. Was ist denn da drin in dem roten Paket? Ich weiß nicht. Hat jemand von euch eine Idee? Mal einen Vorschlag, ganz laut rufen. Was könnte in dem Paket drin sein, dass das so viele Menschen froh macht, obwohl man es gar nicht öffnet? Und obwohl man es nicht behalten soll? Hat irgendjemand eine Idee? Vielleicht von den Erwachsenen jemand? Es ist das Paket von einem Zauberer, das finde ich auch. Also wenn das so wirkt, das muss eigentlich wie von einem Zauberer sein. Hat noch jemand eine Idee? Plätzchen. Wie geht's dir denn, wenn du Plätzchen bekommst und du darfst sie nicht behalten, musst sie weggeben? Wie froh bist du dann? Okay. Ich habe mich, als ich das Buch gelesen habe, gefragt, wie funktioniert das wohl? Wie funktioniert das, wenn ich ein Paket bekomme, dass ich mich freue, obwohl ich es nicht aufmachen soll und nicht behalten darf? Warum bin ich dann trotzdem froh? Also stellt euch mal vor, wir feiern bald Weihnachten und da steht dann der Weihnachtsbaum und da liegen lauter Geschenke drunter und Mama und Papa sagen, das ist für dich. Aber mach's nicht auf. Und wenn du magst, verschenk's doch weiter. Ich glaube, das wäre nicht so leicht. Und trotzdem glaube ich, dass so ein Paket funktionieren kann. Ich glaube, das rote Paket ist so ein Paket, das mir zeigt, wenn ich es bekomme, da denkt jemand an mich. Da sieht jemand oder spürt jemand, wie ich mich gerade fühle. Dass ich vielleicht gerade traurig bin und deswegen so ein rotes Paket richtig, richtig gut gebrauchen kann. Oder dass mir irgendwas total daneben gegangen ist, wie eben dem Bäcker mit seinem Brot. Oder dass ich nicht gut geschlafen habe, weil ich irgendwelche Sorgen habe. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Situationen, wo jeder von uns sich freuen würde, wenn er so ein rotes Paket bekommt. Was zeigt, ein anderer sieht das, ein anderer merkt das, dass es mir gerade nicht gut geht. Und das ist dem nicht egal, sondern der möchte mich gerne wieder froh machen. Dieses rote Paket kann so ein Zeichen sein, was wirklich hilft. Mir geht es manchmal so, wenn ich traurig bin, wenn ich selber traurig bin, dann hilft mir immer wieder ein Gedanke. Der Gedanke, der mir hilft, ist, Gott sieht mich. Gott sieht das gerade. Er sieht, dass ich gerade traurig bin oder dass ich Sorgen habe, dass es mir nicht gut geht, dass ich vielleicht nicht gesund bin. Gott sieht das und allein dieser Gedanke, der hilft mir schon. Vielleicht einen letzten Gedanken noch für die Erwachsenen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr denkt, das Geschenk, was ich da bekomme, das ist eigentlich leer. Was auch immer Gott sich gedacht hat, das, was ich gerade abbekomme im Leben, das ist irgendwie leer und macht mich gar nicht froh. Ich glaube, dann ist es gut, wenn wir den Satz da auch wieder sozusagen zufügen, Gott sieht mich. Gott weiß, was mir fehlt. Und auch das, was ich jetzt gerade bekomme, das hat er sich für mich überlegt. Amen. Wir hören das nächste Lied. Und das Lied ist auch wieder gedacht dafür, dass man ein paar Bewegungen machen kann. Und dazu bitte ich alle mal kurz aufzustehen. Auch gerne die zu Hause sind. Alle aufstehen. Es gibt einen Refrain, der heißt Mitten in der Dunkelheit. Da machen wir so. Hat sich Gott gezeigt?
Gott ist nah. Gott ist da. Und den wiederholen wir nochmal. Mitten in der Dunkelheit hat sich Gott gezeigt. Gott ist nah. Gott ist da. Und in den Strophen, die fangen immer gleich an, da heißt es am Anfang, was hat sich Maria gedacht? Und dann kommen so ein paar andere Figuren, die sich irgendwas gedacht haben. Und dann machen wir folgende Bewegung. Was hat sich Maria gedacht? Wissen wir nicht. Was hat sich Maria gedacht? Los geht's. Hat sich Maria gedacht, als mitten in der finsteren Nacht ein Engel ihr erzählte, du bist die Auserwählte. Mitten in der Dunkelheit hat sich Gott gezeigt. Gott ist nah, Gott ist da. Denn in der Dunkelheit hat sich Gott gezeigt. Gott ist nah, Gott ist da. Was haben sich die Hirten gedacht, als mitten in der finsteren Nacht Engel sie beschworen, ein Kind ist heut geboren. Ich weiß nicht, wie gut man das von hinten sehen kann, aber hier vorne auf der vordersten Treppenstufe, da sind eine ganze Reihe kleine rote Pakete. Und ich habe für die Kinder, die hier sind, einen Vorschlag. Ich habe den Vorschlag, dass sich jedes Kind gleich, wenn noch ein bisschen Musik kommt, der Simon macht ein bisschen Musik für uns mit Daniel, dass sich jedes Kind ein kleines rotes Paket mitnehmen darf. Und was du mit dem Paket machst, das darfst du selber entscheiden. Du kannst es auspacken und gucken, was drin ist oder vielleicht mal so schütteln. Du kannst es aber auch, wenn du magst, vielleicht zulassen und schauen, vielleicht gibt es ja, wenn du nach Hause kommst in den nächsten Tagen, in deiner Familie mal jemanden, wo du denkst, der oder die kann so ein rotes Paket, was froh macht, richtig gut gebrauchen. Und dann schenkst du es einfach weiter. Und mal schauen, welchen Weg euer rotes Paket dann macht. Für jedes Kind ein kleines rotes Paket. Wenn es nicht reicht und für die Kinder, die heute nicht hier dabei sein dürfen beim Gottesdienst, ich werde für morgen noch ein paar rote Pakete dann drüben in die Kirche legen und da darf man sich dann gerne eins mitnehmen.
Und bitte hier, wenn man es holt, nacheinander so ein bisschen Abstand halten und die Rampe hochgehen, sonst wird das Kabel abgerissen. Schön, es sind fast alle Pakete weggegangen. Zwei sind noch da. Wenn sich jetzt jemand nicht getraut hat, könnt ihr euch gerne danach noch was holen. Wir wollen gerne zusammen für uns und für andere Menschen beten. Und zwischen den einzelnen Bitten sagen wir gemeinsam: Gott, wir bitten dich. Gott, wir freuen uns schon auf Weihnachten. Und wir wollen gerne, dass es für alle Menschen ein schönes Fest werden kann. Deswegen bitten wir dich um Frieden und Gesundheit für alle. Egal in welchen Ländern sie wohnen, egal welche Hautfarbe sie haben, wir rufen: Gott, wir bitten dich. Gott, manchmal sind Menschen an Weihnachten allein, das ist nicht schön. Keiner soll allein bleiben, der sich nach anderen sehnt. Und vielleicht hast du ja da eine Idee, was wir selber tun können. Wir rufen: Gott, wir bitten dich. Amen. So, jetzt sind wir schon am Ende des Gottesdienstes angekommen. Bevor wir dann alle nach Hause gehen können, gibt es noch ein paar Sachen zu erzählen. Also erstmal gibt es ja wie immer im Advent eine Kollekte, und zwar für die Aktion Brot für die Welt, die wirklich für die Ärmsten der Armen sammelt. Und auch hinten finden Sie eine Möglichkeit, Geld dazulassen. Bitte spenden Sie für Brot für die Welt. Es gibt auch wieder eine tolle Aktion der Kinder- und Jugendarbeit. Es ist so, dass immer freitags gibt es etwas zu finden in den Kirchen, und zwar in allen vier Kirchen hier bei uns. Da gibt es nämlich eine Bastelaktion, immer freitags, die kann man dann über das Wochenende machen. Und da sind immer Materialien für jedes Kind, das da hinkommt, darf sich eine Sache nehmen, und da gibt es immer spannende Sachen zum Basteln. Ab dem 1. Dezember, also ab Dienstag, wird das erste Türchen aufgemacht, und zwar auch das erste digitale Türchen. Und zwar gibt es einen digitalen Adventskalender auf Facebook. Und zwar findet man den entweder, wenn man den Pfarrer Reinhard sucht oder die Kirchengemeinde, dann findet man auf der Facebook-Seite jeden Tag ein Türchen zum Ausmachen. Aufmachen, nicht ausmachen, aufmachen. Zum Schluss noch einen herzlichen Dank an alle, die hier mitgemacht haben, an Sascha und Dirk, an der Technik, dass das wieder alles geklappt hat, an das Musikteam. Vielen Dank an die beiden tollen Sängerinnen, Marlene und Anne. Und natürlich Conny auch, dass du wieder da warst und mit uns gemacht hast. Vielen Dank. Und jetzt hören wir noch auf den Segen.
Ich schlage vor, dass wir zum Segen aufstehen und dass wir uns, wenn wir mögen, Kinder, Eltern an die Hände nehmen oder die Hand auf den Kopf auflegen für den Segen. Empfang Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.